Hallo, wir erklären euch heute die Aufgabe 38 der Hausarbeiten zur physikalischen Chemie von Professor Laut. In dieser Aufgabe geht es um die Berechnung der Reaktionsentropie von der Dissoziation von Brom bei 1000 Kelvin. Die Aufgabe lautet: Berechnen Sie die Reaktionsentropie Delta RS bei 1000 Kelvin für die Dissoziation von Br2. Darunter seht ihr die Reaktionsgleichung und die gegebene Tabelle. So, gegeben sind also die Werte bei 25 Grad Celsius, wie ihr hier in dieser Tabelle sehen könnt. Diese kann man der Tabelle entnehmen. Also geht es in dieser Aufgabe darum, die Änderung der Reaktionsentropie von 298 Kelvin auf 1000 Kelvin umzurechnen. Wie wir wissen, ist die Entropie eine Zustandsgröße. Folglich ist es egal, ob wir den Weg A, B oder C benutzen, also können wir auch einen Ersatzprozess wählen. Angewendet auf unser Problem bedeutet das, dass wir den Prozess in drei Schritte aufteilen. Der erste Schritt wäre die Abkühlung der Edukte von 1000 Kelvin auf 298 Kelvin. Seht ihr hier in dem Pfeil 1. Hierbei ist zu beachten, dass der Entropiewert natürlich negativ sein muss, weil die Entropie die Unordnung eines Systems angibt und wenn die Temperatur sinkt, dann sinkt auch die Unordnung. Der Schritt 2 ist die Durchführung der Reaktion bei 298 Kelvin. Das ist sehr praktisch, da es sich hierbei um die Standardreaktionsentropie handelt und man die Werte dafür Tabellen entnehmen kann. Der Schritt 3 entspricht der Erwärmung der Produkte von 298 Kelvin auf 1000 Kelvin. Hierbei ist der Entropiewert natürlich positiv. Zunächst aber, um die Reaktionsentropie zu berechnen, müssen wir die stöchiometrischen Umsatzzahlen aus der Reaktionsgleichung entnehmen. Wie wir hier sehen, ist die stöchiometrische Umsatzzahl für Br2 1 und für Br2. Hierbei ist zu beachten, dass die stöchiometrische Umsatzzahl des Produktes immer positiv und des Eduktes immer negativ ist. Somit kommen wir auf minus 1 und plus 2. Um nun die Standardreaktionsentropie zu berechnen, brauchen wir die Normalentropien aus unserer Tabelle und die stöchiometrischen Umsatzzahlen. In Formeln ausgedrückt bedeutet das alles für die Entropieänderung der Standardreaktionsentropie, dass wir die Summe der Standardreaktionsentropien haben und durch das negative stöchiometrische Umsatzzahl haben wir hier eine Differenz. Für 1, also die Abkühlung, entspricht die Entropieänderung Delta SE diesem Integral. Wenn wir dieses auflösen, können wir das VI vor das Integral ziehen, da dieses nicht von der Temperatur abhängig ist, ebenso wie das CP. Wenn wir nun das Integral auflösen, kommen wir auf nu i mal CP mal ln von TE durch TA. Für 3 haben wir hier dasselbe, aber das Problem, dass auch unser CP-Wert temperaturabhängig ist. Somit müssen wir auch diesen integrieren. Hier seht ihr das Ergebnis dieser Integration und die Stammfunktion. Wenn wir nun die Werte einsetzen, ergibt sich für Delta RS0 einen Wert von 104,5 Joule pro Mol mal Kelvin. Das ist unsere Standardreaktionsentropie. Für unser Delta SE, dabei handelt es sich um unsere Abkühlung, erhalten wir einen Wert von minus 50,7 Joule pro Mol mal Kelvin. Und für unsere Erwärmung haben wir einen Wert von 40,5 Joule pro Mol mal Kelvin. Wenn wir nun analog zum Satz von Hess die einzelnen Entropien einfach aufsummieren, haben wir die Reaktionsentropie bei 1000 Kelvin und diese entspricht 114,7 Joule pro Mol mal Kelvin. Okay.